Herzlich willkommen auf meinem Kanal beim heutigen Newsknacker. Servus. Haben Sie es mitbekommen, dass es einen neuen Zahlungsdienst in der Finanzbranche gibt? Er heißt FedNow. Und wie die Fed selbst erklärt, ist FedNow der neue Sofortzahlungsdienst der Federal Reserve Bank in den USA. Der ermöglicht es den Kunden, rund um die Uhr jeden Tag innerhalb von Sekunden Geld zu senden und zu empfangen. So können Zahlungen oder Überweisungen an Wochenenden, Feiertagen und auch nach Geschäftszeiten von Banken durchgeführt werden. Jerome Powell, der FED-Vorsitzende, sagte, FedNow wird es allen Banken, jeder Bank in den Vereinigten Staaten, nicht nur den Großen ermöglichen, ihren Kunden sofort verfügbare Gelder und Zahlungen in Echtzeit anzubieten. Ja, viel Trara ist da gemacht worden, allerdings ist es in unseren Hauptstrommedien so gut wie gar nicht publiziert worden, obwohl dieses FedNow nun schon seit 3. Mai funktioniert. Seien wir mal ehrlich, wie wichtig ist es denn für den Privatkunden, für die Privatperson, eine Überweisung innerhalb von Sekunden durchzuführen? Muss das denn sein oder ist es für ihn nicht auch erträglich, wenn der Empfänger hier ein, zwei Tage warten muss? Was ist der Hintergrund dieser Geschichte? Und wenn man den genau beleuchtet, dann wird es schmerzhaft. Vor nicht ganz 3 Jahren hat die US-amerikanische Fed ihre Niederlassung in Boston mit der Erstellung eines Programms für eine digitale US-Sonderwährung beauftragt. Dann hat man sich innerhalb der Fed aber dazu entschieden, kein Blockchain-Prinzip umzusetzen. Begründet wurde es mit zu hohem Energieverbrauch und einer Beschränkung der Bearbeitungsvorgänge. Somit blieb nur eine einzige Alternative, nämlich die einer zentralen Programmierung, mit der man innerhalb einer Sekunde bis zu 100.000 Geldtransfers ermöglichen kann. Damals wurde schon davon gesprochen, dass man das neue Geld, diesen digitalen US-Dollar, erst einmal probeweise zwischen den Banken einführen wollte. Man sprach aber auch schon davon, dass man jedem Bürger die Möglichkeit geben möchte, ein eigenes Konto bei der Fed, bei der Notenbank einzurichten, um so die Vorteile aus der schnelleren Durchführung von Zahlungstransfers zu erzielen. Ja, und da sind wir beim Knackpunkt. Wenn Menschen dieses Angebot annehmen, damit ihr Dollar ein paar Stunden schneller beim Empfänger ankommt, als es normalerweise der Fall wäre, dann geben Sie diesen Notenbanken, im Moment konkret der amerikanischen Notenbank und somit dem Staat, alle Informationen, die er braucht, um die Menschen total zu kontrollieren und, wie wir es kennen, zu gängeln. Die Nutzer, die privaten Nutzer, haben hier keinen echten Vorteil. Der Vorteil liegt auf der anderen Seite, wo Informationen und Daten gesammelt werden. Hinzu kommt, wenn viele diesem Angebot nachgeben, dann werden hohe Beträge über die Zentralbankkonten geleitet. Die Guthaben dieser Kunden auf den Zentralbankkonten sind Schulden der Bank an den Kunden, welche unbesichert sind. Und somit wird über die Notenbank unmittelbar der Staat zum Schuldner. Der eine Punkt ist die gewaltige Kontrolle, die dadurch ausgelöst wird, die Kontrollmöglichkeiten, die dadurch entstehen. Aber es wird gleichzeitig den Geschäftsbanken die Liquidität entzogen. Dann fangen wieder Banken an zu wackeln und dann ist als nächstes wieder die Fed dran, um dort zu unterstützen. Also auch hier haben wir den Sozialismus im Grunde schon in seiner Reinform im Bankensystem. Am 3.5. wurde nun also dieser Probelauf der US-Parallelwährung FedNow gestartet. Damit kommt der US-Staat, und ihm werden bald andere folgen, die EZB hat ähnliche Pläne, von der Leyen alles im Sinn, nebst Lagarde, außer dem Wohl der Bürger in der EU oder der EU-Zone, der Eurozone. Ja, so sind sie also der Kontrolle wieder einen Schritt näher gekommen.
Was wird die Zukunft bringen, wenn das so weitergeht? Die Staaten werden nicht davon abweichen, sämtliche Bürger finanziell kontrollieren zu wollen, denn die überbordenden Staatsschulden werden in irgendeiner Form irgendwann wieder eingetrieben werden müssen. Jeder sollte sich davor hüten, ein solches Angebot, wie es die FED nun macht und wie es bald die EZB machen wird, anzunehmen. Gelder sollten bei verschiedenen Banken gestreut werden, das Guthaben sollte aufgeteilt werden und ein beträchtlicher Teil sollte außerhalb der EU angelegt werden. Im Übrigen heißt es ja bei uns, dass es eine Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro gibt. Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass man damals in Zypern die verschiedenen Guthaben kumuliert hat. Es also nicht so ist, dass man bei unterschiedlichen Banken jeweils bis zu 100.000 Euro anlegen konnte und dann die Garantie gehabt hätte. Ganz davon abgesehen, dass man sich ohnehin die Frage stellen muss, wie ein Konstrukt wie die BRD Bankkonten in Billionenhöhe liquiditätsmäßig garantieren können soll. Liquides Geld ist nicht nur Geld in einer bestimmten Währung, sondern dazu gehören durchaus auch Edelmetalle, die man hält und darüber schweigt. Das Vermögensregister würde auch unaufhaltsam vorangetrieben. Wir können schon davon ausgehen, dass dieses Verfahren, welches erforderlich wird zur Erfassung sämtlichen Vermögens, schon sehr bald auf uns zukommen wird. Was meine ich mit sehr bald? Nun ja, denken wir mal an die Daten des Inkrafttretens diverser Neufassungen der Paragraphen der alten Lastenausgleichsgesetzgebung, welches ja eigentlich 1982 hätte auslaufen sollen, es aber nicht ist. Also relevante Daten sind einerseits der 30. Juni 2023 und auch der 1. 1.1.24. Warum diese Daten? Ja, einfach deshalb, weil man ab 2019 Änderungen am bestehenden Paragraphen des alten Lastenausgleichsgesetzes mit einem Inkrafttreten zu den von mir eben genannten Terminen vollzogen hat. So dringend war es damals nicht, aber man wollte eben vorbereitet sein, um am Tag X zugreifen zu können und das dann eben auch widerstandslos hingenommen werden muss. Ohne Staatsgarantien wird es nicht weitergehen. Denken Sie einfach an die Credit Suisse, die im Investmentbanking eine große Rolle gespielt hat. Die UBS hat die Credit Suisse übernommen, aber nur nach weitgehenden Garantien der Schweizer Regierung. Diese waren Voraussetzung für die Übernahme. Die Amerikaner sagen ganz offen, dass sie froh darüber sind, dass einige europäische Banken umfassend im Derivategeschäft involviert sind. Denn damit trägt Deutschland das gleiche Risiko im Bankensektor wie die Derivatebanken in den USA. Aber so ist das eben mit einem Vasallenstaat. Ja, ich weiß, ich wärme hier durchaus auch alte Kamellen auf, aber das Sanierungs- und Abwicklungsgesetz und ein paar andere Damenschrauben, ja, wenn es nur Damenschrauben wären, aber es sind schon richtige Luftabdrücker, werden wohl doch in absehbarer Zeit und für viele überraschend zum Einsatz kommen. Denken Sie daran, diversifizieren Sie in Edelmetalle, nicht nur in Gold. Da werden wir schon in Kürze wieder interessante Einkaufspreise sehen, auch in Währungen und vor allen Dingen außerhalb der EU. Und nehmen Sie auf keinen Fall solche Angebote wie das der FED, FedNow, wer weiß, wie das von der EZB heißen wird, an. Damit strangulieren wir uns selbst, nehmen uns das letzte Stückchen Freiheit. Unser Rundum-Vermögensschutzkongress am 24.06. ist schon fast ausgebucht. Noch gibt es die Möglichkeit, sich anzumelden. Weitere Informationen finden Sie im Text unterhalb dieses Videos. Ja, ich freue mich auf Ihre Kommentare zu diesem doch etwas komplexen Thema, das uns aber alle betrifft. Ich bedanke mich dafür, dass Sie mir zugehört haben. Wir freuen uns über Ihr Abonnement und auch über einen Daumen hoch. Und ich bedanke mich bei all jenen, die uns wieder unterstützt haben. Ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Bis zum nächsten Mal.